Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin, wie gesagt, ja wieder komplett am Start und habe heute ein wirklich vollgepacktes Video mit Infos und News und allem, was wir wissen wollen, zum neuen Multiplayer von Call of Duty. Denn Gott sei Dank gibt es ein paar Leaker, ein paar Leute, die es im März, April schon mal gespielt haben. Ich glaube, irgendwo in LA bei den Studios durften die das wohl spielen. Und es gibt eben ein paar größere YouTuber, die ja das Vergnügen hatten, das vor ein oder zwei Wochen schon mal vor Ort in Anführungsstrichen mit der Kampagne anzutesten und Fragen zu stellen. Es wurden nicht alle Fragen beantwortet, aber es gibt ja auch ein paar Datenleaker, die in den verschiedenen Versionen von Modern Warfare, Black Ops 4, wo das alles so ein bisschen versteckt ist, so wie in WW2 gerade angekündigt wurde, Daten über das neue COD gefunden haben. Und deshalb möchte ich euch heute ganz gern alles, was wir darüber haben, einmal verpacken, dass ihr top vorbereitet seid auf den Multiplayer-Reveal, der nächste Woche stattfindet. Und zwar am, ich glaube, es ist der 9.9., wenn es stattfindet. Ich glaube, der 9.9. Wir warten auf jeden Fall drauf. Nächste Woche ist es soweit oder jetzt schon am Wochenende. Ich glaube, nächste Woche ist, bin mir relativ sicher. Auf jeden Fall haben wir den Reveal. Alles, was ich euch heute zeigen und darstellen bzw. sagen werde, ist noch nicht 100% bestätigt. Das ist immer bei den Sachen so, bis das Spiel tatsächlich draußen ist, kann sich das ändern. Wenn jemand im März oder April etwas angespielt hat und Activision oder Treyarch oder Raven Software gesagt haben, ja, das und das planen wir noch, das wird noch kommen, kann das vier Monate später komplett anders aussehen. Deshalb, ich werde euch mit allem füttern, was wir haben, und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen schlauer sind. Lasst gerne ein Like fürs Video da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich hoffe, die Infos reichen euch, damit ihr vielleicht noch ein, zwei Tage länger mit der Vorfreude, also ich, bei mir ist sie definitiv da, vielleicht könnt ihr damit leben. Was wir bisher auf jeden Fall wissen, was auch durch WW2, vielleicht durch Zufall, vielleicht mit Absicht jetzt schon geleakt wurde, ist, dass der Beta-Release am 8.10. sein wird. Das heißt, in knapp 5 Wochen, PS4-User bekommen 2 Wochen Beta-Phase, wenn sie das Spiel digital vorbestellen. Xbox, PC bekommen zwar immer noch eine Woche Beta-Phase, aber es gibt immer noch diesen Sony-Exclusive-Deal. Ich bin kein großer Fan davon, habe ich schon ganz oft gesagt, aber es ist nun mal so. Das heißt, wer es früh spielen möchte und sonst an der Xbox ist oder am PC, kann theoretisch sich ja von einem Kumpel eine PS4 leihen, falls der nicht so ein Freak ist oder. Auf jeden Fall, PS4 ist zuerst mit dem Ganzen dran. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, das Game aktuell digital vorzubestellen. Das ist einmal das normale Paket für die PS4, kostet glaube ich 69 € aktuell. Dann gibt es die Cross-Gen-Bundle, das heißt, ihr könnt es jetzt für die PS4 dann spielen, und solltet ihr im Dezember, Januar oder später auf die PS5 upgraden, könnt ihr das Spiel für 5 € mehr auch für die PS5 dann upgraden. Dann habt ihr ein paar Vorteile dadurch. Es geht auch rückwärtskompatibel, PS4-Spiel für die PS5, soll aber anscheinend, so wie es aussieht, dann ein paar Funktionen nicht haben, grafisch nicht so gut sein. Also ich würde die 5 € tatsächlich in die Hand nehmen. Ich würde mir wünschen, dass es komplett frei wäre, ist es aber nicht. Wenn ihr das macht, vermute ich, dass ihr einen Code zugesendet bekommt und diesen Code dann später irgendwo eingeben könnt, so dass Activision oder Sony auch wissen, wenn ihr die neue Konsole habt, dass ihr eben dieses Cross-Gen-Bundle habt, so dass ihr auf der PS5 upgraden könnt. Dazu gibt es die ganz teure Edition, die gibt es ja jedes Jahr für 90 oder 100 € dieses Jahr, wie das ist, die Ultimate Edition. Da habt ihr die Möglichkeit, dieses Air, Land and Sea Package dazu zu bekommen. Ihr kriegt, wie bei den anderen Sachen, Woods in Warzone dazu, ihr kriegt noch ein paar kosmetische Sachen, einen Battle Pass und ein paar Stufensprünge. Gerade wenn jemand Bock hat, das Spiel echt zu zocken, werdet ihr dieses Paket nicht brauchen, denn fast alles davon, so wie im Battle Pass, könnt ihr dann einfach kaufen, wenn er da ist. Und ob ihr da 10 Stufen vorspringt oder nicht, das Geld könnt ihr euch sparen. Ist nur mein Tipp, mit dem aktuellen Battle Pass in Modern Warfare könnt ihr, wenn ihr bis Level 70, 80 spielt, genug CP-Points zusammen haben, dass ihr die im Prinzip dann spart ab nächsten Monat und einfach fürs neue COD nehmt. Bisher bekannt sind 2 Maps im neuen COD. Die eine heißt wohl in der aktuellen Fassung Miami Beach Bar. Ich stelle mir also tatsächlich so eine Bar in Miami vor, so ein paar Lichter überall, ein paar Palmen, die man draußen in Miami hat, wo ihr dann irgendwie um die Tische herumlauft und in einem kleinen Gebäude irgendwie an der Bar vorbeischießt oder so. Stelle ich mir ganz cool eigentlich vor. Insgesamt, was wir auf jeden Fall ja schon wissen zu den Maps, dass die Maps wieder deutlich kleiner sind. Das heißt, Competitive CDL, COD wird auch wieder 4 gegen 4 sein. In Black Ops 4 hat man, glaube ich, mit 5 gegen 5 aufgehört, hat mit 5 gegen 5 angefangen. In Modern Warfare hat man 5 gegen 5 weitergespielt. Große Leute, große Gamer wie Formis, Gumpy haben schon gesagt, dass 5 gegen 5
competitive sehr chaotisch ist. Es ist eine Stimme mehr im Chat drin. Es ist einfach etwas anders als 4 gegen 4. Das heißt, Back to the Roots finde ich großartig für die Leute, die ja competitive mögen. Die Maps sollen deutlich kleiner sein als das, was wir in Modern Warfare aktuell haben. Es wird mit Sicherheit wieder ein oder zwei etwas größere Maps geben. Generell aber scheinen sie auch mit diesen Freelane-Maps, das ist mittlerweile so bestätigt worden. Das heißt, die Art der Maps wird wie in Black Ops 3, Black Ops 4 eigentlich in jedem COD sein, was wir die letzten Jahre hatten. Ausnahme davon war ein bisschen WW2. Aber nur ein bisschen, da gab es ein paar ganz komische Maps und eben jetzt Modern Warfare, wo es 18 Ebenen gab, 98 Wege, absolut schrecklich. Dazu haben wir eine Map, die habt ihr im Trailer auch gesehen und die wird hier so ein bisschen mit durchlaufen. Das sieht aus wie eine sehr große Sandmap. Wir wissen, dass wir auf dieser Sandmap die Möglichkeit haben, unsere Munition nachzufüllen bei solchen Ammo-Crates. Von der Größe her, wie die Map aussieht, weil das, was wir im Trailer sehen, ist ja nur der Außenrand davon und dass man Autos fahren kann, gehe ich davon aus, dass das eher eine Bodenkrieg-Map wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Autos in den normalen Multiplayer mit reinnehmen. Das würde einfach nicht passen und ist einfach zu sehr Battlefield als COD. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das eine Bodenkrieg-Map ist. Bodenkrieg wird zurückkehren, aber nicht mehr dieses kolossale, chaotische 50 gegen 50, was wir aktuell haben, oder 30 gegen 30, sondern 12 gegen 12. Das heißt, Bodenkrieg, so wie man es eigentlich kennt, 12 gegen 12 auf etwas größeren Maps, stelle ich mir auf dem Treyarch COD ziemlich cool vor. Wir wissen mittlerweile, dass Totenstille, anders als in Modern Warfare, ein dauerhaftes Perk ist. Das heißt, mich eingeschlossen, viele von euch werden wahrscheinlich als festes Perk definitiv Totenstille andauernd dabei haben. Wir haben ein Hybrid-Pick-10-System, das heißt, früher war es ja so, oder normal, ist es ja schon Hybrid. Man hat 5 Waffenaufsätze, 3 Perks, 2 Granaten, 10 Sachen gewählt, Charakter ist fertig, man kann loslegen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Perks geben wird, weil das schon so ein bisschen durchgeschimmert ist, dass man statt nur 5 Aufsätzen auch irgendwie auf 2 Granaten verzichtet und stattdessen 7 Aufsätze hat auf der Waffe oder 8 oder 9. Das stelle ich mir spannend vor, wenn das in Warzone so ist, denn ihr müsst ja bedenken, alles was wir jetzt im Multiplayer bekommen, wird ja automatisch, weil Warzone der Battle Royale für beide CODs ist, automatisch da auch mit drinne sein früher oder später. Ich stelle mir es ziemlich chaotisch vor, wenn dann jemand mit Overkill 2 Waffen hat, die komplett ausgerüstet sind, mit 10 Aufsätzen in dem Fall, und damit dann anfängt zu spielen. Dazu dann eben Geist, also ich weiß noch nicht, wie es da genau läuft, ich kann mir gut vorstellen, dass es so einen Perk geben wird. Generell bin ich erstmal ein Freund davon, dass wir Richtung Pick 10 gehen. Ich bin ein großer Freund davon, Perks auswählen zu können, damit ich meinen Spielstil einfach so spielen kann, wie ich das möchte. Totenstille, viele von euch haben von Anfang an, genauso wie ich, sich gewünscht, dass es in Modern Warfare kommt. Treyarch hat uns erhört, es ist wieder da. Zu den ganzen Perks haben wir die Info bekommen, dass es keine Spezialisten dieses Jahr geben wird. Da bin ich sehr glücklich drüber. Das heißt, keine One-Hit-Spezialisten wie den Tempest, die Sense, was es da alles gab, die zwar ziemlich cool waren, und Black Ops 3 war eine Zeit, wo auch ich mit YouTube angefangen habe und wo vieles einfach dazu kam, was wirklich mir gefallen hat, aber ich weiß, viele von euch sind keine Fans. Spezialisten wird es nicht geben, es wird aber wieder so eine Art Field-Ausrüstung, Field-Upgrades geben, so wie wir es in Modern Warfare haben. Bestätigt bisher sind diese Bouncing Baddies, also Annäherungsminen, die werden dann wahrscheinlich wieder ein bisschen kleiner sein. Stim wird es wieder geben, wir werden 150 Leben haben. Stim wird aber keine Ausrüstung sein wie in Modern Warfare, wo es ja sehr oft benutzt wurde im Multiplayer. Und ihr müsst euch auch nicht selbst heilen, das ist bereits bestätigt, das heißt 150 Leben, aber der Charakter heilt von alleine. Ihr braucht euch keine Stims schießen, so wie in Black Ops 4. Es gibt ein Field-Upgrade, das heißt Field Mic, also Mic-Abkürzung für Mikrofon. Das heißt, ihr habt dann mit diesem Upgrade immer nach einer gewissen Zeit ein Feldmikrofon, Field-Mikrofon. Es gibt keine Bestätigung dafür, was genau es macht. Witzig, Drifter hat das in einem Video gesagt, kann sich vorstellen, wenn man das hat, kann man Gegner damit verspotten, indem sie einen hören, obwohl sie vielleicht in einer Party sind. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dadurch, dass aber Totenstille ein dauerhaftes Perk ist, was auch dauerhaft funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass Field Mic vielleicht so eine Art abgeschwächte Verstärker oder Wachsamkeit ist. In Black Ops 3 war es Wachsamkeit, in Black Ops 4 gab es das in dem Sinne gar nicht. Da gab es einen Akustiksensor, in Ghost gab es Verstärker, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht nach 30 Sekunden Aufladezeit 10 Sekunden Gegner besser hören könnt, von weiter weg oder. Wäre eine gute Möglichkeit, denn generell bin ich kein Freund von Verstärker als dauerhaftes Perk, weil Leute wie ich mit einem guten Headset oder viele von euch dann einfach immer einen großen Vorteil haben und das so unnötig ist. Generell aber das auf jeden Fall, was wir wissen, es ist ein Field-Upgrade, was genau es macht, reine Spekulation von mir. Ich würde es cool finden, wenn es so ist, wie ich es dargestellt habe. Wenn es nicht so ist, kann ich damit auch leben.
Wir haben zu den ganzen Waffenklassen noch nicht allzu viele Infos bekommen. Was wir aber wissen, es wird das EKIA wiedergeben. Das heißt, in Black Ops 4, wenn ihr einen Gegner angeschossen habt und ein Teammate hat den Kill aber fertig gemacht sozusagen, dann habt ihr ja so 100 Punkte oder diesen Kill bei euch trotzdem noch mit drauf bekommen. Das wird jetzt im neuen COD Black Ops Cold War wieder zurückkehren. Fand ich sehr cool, weil man teilweise in einer 100 Runden, also in der TDM-Runde mit maximal 100 Kills dann so 95 stehen hatte oder 90, da hat man natürlich nicht 95 gekillt, sondern vielleicht 60, 70, aber bei 10 oder 20 eben noch diesen Assist als vollen Kill dazu bekommen. Dazu wird es ein Hybrid-Score-Streak-Killstreak-System geben. Das heißt, aktuell haben wir ja reine Killstreaks, die man nur mit einem Perk zu Score-Streaks umändern kann. Ich bin ein großer Fan von Score-Streaks, denn wenn man, sagen wir mal, Herrschaft spielt, geht es in erster Linie natürlich darum, jemand, der slayt, also jemand wie ich meistens, der macht sehr, sehr viele Kills, macht nebenbei noch ein, zwei Flanken und sorgt aber mit den Kills schon dafür, dass das gegnerische Team ja eigentlich im Spawn drinne bleibt. Das heißt, unter normalen Umständen müssen die dann mehr Flanken einnehmen, ja mehr Zeit haben, Flanken einzunehmen. Das Problem ist aber, dass die, die viele Flanken einnehmen, relativ wenig Kills machen, obwohl sie ja sehr viel fürs Team tun. Und wenn man Score-Streaks hat, sorgt das einfach dafür, dass die gesamte Runde etwas flüssiger läuft, weil die Leute sich mehr bewegen, mehr Objectives spielen, vielleicht bei Abschluss bestätigt eine Marke einnehmen, mal eine Stellung sind bei Stellung. Also Score-Streaks für mich ganz klar über Kill-Streaks. Es soll ein Hybridsystem geben. Ich weiß leider überhaupt nichts darüber, wie das genau aussehen soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel für eine Flagge 100 Punkte bekommt, wenn man einen Kill bis dahin hat oder keinen. Wenn ihr zwei oder drei Kills ohne gestorben zu sein gemacht habt, dass ihr dann vielleicht einen Multiplikator bekommt, dass ihr dann 150 Punkte für eine Flagge bekommt oder. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wie es genau am Ende ist reine Spekulation. Ich kann es aktuell auch nicht sagen. Ich finde es aber super, dass wir in die Richtung wieder zurückgehen, denn so haben wirklich die meisten Leute auch eine Intention dahinter, sich mehr zu bewegen. Nicht so viel Campe, kein gar nichts. Die normale Minimap, so wie wir sie seit 95 Jahren in COD kennen, wird wieder zurückkehren. In Modern Warfare haben sie die ja ganz am Anfang der Beta ganz raus gehabt. Dann ist die Community amok gelaufen, dann haben sie die wieder reingemacht, aber ohne die Red Dots, also ohne die roten Punkte, wenn jemand ohne Schalldämpfer auf der Karte schießt. Das, ihr wisst das, wenn ihr Modern Warfare mal gespielt habt, ihr seht das nur, wenn ihr eine Drohne oben habt. Die normale Minimap mit den normalen roten Punkten war wohl in einem frühen Status von dem neuen COD nicht mehr drin. Nach den Erfahrungen vom letzten Jahr haben sie es wieder reingenommen. Das heißt, rundherum habe ich das Gefühl, dass Treyarch sehr, sehr viel Wert auf den Multiplayer dieses Jahr gelegt hat. Der Warzone als Battle Royale Modus läuft ja sowieso schon durch Infinity Ward. Das heißt, wir sind da auf jeden Fall in einem guten Bereich, wo wir richtig Spaß haben können. Ich hoffe, die Infos haben euch wirklich so ein bisschen knackiges kleines Paket gegeben, auf was wir uns freuen können, was wir erwarten können. Lasst gerne ein Like da, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich bin raus für heute. Haut rein.